zusammen, hier ist wieder euer BCT Reflector, aka Frankie von BCT Reflector Gaming. Ich begrüße euch hier zu meinem neuen Video auf Battlefield 4 freuen. Und ob ich mich freue. Ich bin bereits am Downloaden und zwar, denn heute ist der 28.10. Das bedeutet, ab 11 Uhr kann man bereits anfangen, Battlefield hier runterzuladen, insofern man bei Origin vorbestellt hat oder aber man hat einen Key erstanden zum Downloaden. Dann ist es bereits jetzt möglich und ich würde euch auch empfehlen, so schnell es geht damit anzufangen. Ja, vorzugsweise in den Nachtstunden, bevor ihr ins Bett geht, dann hat euer PC genug Zeit, das Ganze runterzuladen und zu installieren, während dann gleichzeitig nicht so viele Leute auf die Server zurückgreifen. Also, heute Nacht, bevor ihr ins Bett geht, schnell mal downloaden, Sache erledigt. Wie gesagt, ich bin bereits jetzt am Downloaden und ja, das liegt wohl eher an der Vorfreude und daran, dass ich Zeit habe ohne Ende, denn ich habe ja Urlaub, so ein Zufall, gerade dann, wenn Battlefield 4 released wird. Wie gesagt, runterladen, glücklich sein. Aber, wie ihr seht, bin ich bereits auf dem Battlefield 4 Battlelog. Und das könnt ihr auch, denn ihr braucht hier oben nur auf diesen kleines Dreieck zu tippen. Das habt ihr auch auf dem Battlefield 3 Battlelog. Dann geht ihr auf Battlefield 4 und seid drauf. So, wie ihr seht, hat sich einiges getan. Wer bereits die Beta-Version gespielt hat von Battlefield 4, wird hier nicht allzu viel erkennen, wo er sagen würde, wow, das habe ich noch nie gesehen. Aber für alle anderen, schaut euch da mal rein, auf jeden Fall eine super schöne Seite geworden, also super Battlelog auf jeden Fall. Was mir besonders gefällt, das haben viele von der Beta halt auch nicht gesehen, beziehungsweise gar nicht, denn der Hintergrund ist nun animiert. Ihr seht hier, dass es regnet im Hintergrund, hier oben blitzt es gelegentlich, da, wie jetzt gerade, ah ne, das war hier, okay. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schick aus, neues Design, alles etwas dunkler gehalten, jedoch durch den Regen im Hintergrund tatsächlich viel lebendiger. Also sieht auf jeden Fall sehr schick aus, etwas moderner, sehr frisch, auf jeden Fall hübsch anzuschauen. Und kommen wir nun ein bisschen zu der Erklärung vom Battlelog. Gehen wir nun zunächst einmal auf den Soldatenreiter. Hier findet ihr, wie bei Battlefield 3, auch alle wichtigen Informationen zu euren Soldaten. Hier ist das Ganze etwas übersichtlicher gestaltet, etwas enger beieinander, nicht mehr so viel rumgeklicke, nicht so viel rumgescrolle. Man findet tatsächlich alles, was wichtig ist. Jetzt kleine Sache noch persönlich von mir. Ich habe ein neues Intro gemacht, wie ihr gesehen habt, und auch ein neues Emblem bzw. Neues Logo für meinen Channel. Das ist dann dieses hier. Ich hoffe, es gefällt euch. Mein Plan war es, hauptsächlich ein Logo zu machen, was viel einfacher ist, übersichtlicher, ja, etwas spartanischer, sage ich jetzt mal, als das alte. Soll man halt schnell wiedererkennen können unter vielen. Und ja, ein weiterer Punkt ist auch, Battlefield 4 erlaubt uns ja ein Emblem auf unsere Fahrzeuge und auf unsere Waffen und auf unseren Soldaten zu pappen. Und je einfacher das Logo ist, desto einfacher ist es auch, das zu rekreieren. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Mir persönlich gefällt eigentlich am meisten dieser spartanische Look. Es ist nicht mehr so überladen. Und das gefällt mir am meisten. Wenn es euch gefällt, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt mir ebenfalls in die Kommentare. Und schreibt mir bitte auch, warum und was schöner ist. Ich bin auch für weitere Vorschläge sehr, sehr offen. Und wenn mir vielleicht irgendjemand helfen würde beim nächsten Emblem, bin ich natürlich auch sehr glücklich darüber. Und ja, so ist das. Wie sagt der Androplay immer, so zerbröselt der Keks nun mal. Link in der Beschreibung. So, kommen wir nun weiter. Wir gehen als nächstes auf den Statistikreiter, wenn der Battlelog mitspielt. Tut's aber gerade nicht. Aha, interessant. So, jetzt hat er's. Auf dem Statistikreiter findet ihr die Statistiken zu euren Waffen, zu euch selber und so weiter und so weiter. Hier haben wir natürlich hier die Waffenliste unter Waffen, unter Fahrzeuge selbstverständlich die Fahrzeugliste. Und unter Berichte findet ihr nun Spielberichte von euch. Nicht mehr nur hier oben, sondern auch hier. Und hier haben wir noch eine detaillierte Übersicht über euren Spielfortschritt. Als nächstes kommt hier der freigeschaltete Reiter und hier haben wir dasselbe mit Waffen, Fahrzeuge und Klassen und Erkennungsmarken. Hier könnt ihr wie gesagt sehen, wie weit eure Waffen fortgelevelt sind, beziehungsweise wie lange es noch dauert, bis ihr sie freigeschaltet habt. Hier könnt ihr bereits sehen, welche Zubehörteile ihr wann freischaltet. Also auf jeden Fall auch für euch da draußen, die Battlefield 4, ja, beziehungsweise die Battlefield 4 Beta schon gezockt haben und sich sagen, ja, ist halt Battlelog, was interessiert mich das? Schaut trotzdem rein, denn hier werdet ihr eine detaillierte Waffenliste, eine offizielle Waffenliste vor allen Dingen,
bereits begutachten können, mit all den Waffen, die auf euch warten. Auf jeden Fall doch sehr hübsch anzuschauen und sehr interessant vor allen Dingen. Vielleicht die ein oder andere Überraschung dabei, vielleicht auch nicht. Wie viele von euch wissen bereits, die M16A3 wird nicht mehr dabei sein. Wir gucken, scrollen nochmal hoch, da ist es. M16A3 ist nirgendwo zu sehen. Stattdessen wird die M16A4 diesen Platz für sich beanspruchen, und zwar alleine für sich. Und wer es bereits gemerkt hat in der Montage, ich benutze mittlerweile die M16A4. Der letzte Kill, den ich gebraucht habe für Level 100 Colonel, war mit der M16A4. Und ja, ich bin relativ glücklich mit ihr und ärgere mich, dass ich sie eigentlich nicht schon viel früher benutzt habe. Ist auf jeden Fall eine spaßige Waffe, empfehlenswert. Das gleiche haben wir natürlich hier auch bei den Fahrzeugen. Wenn ich hier was antippe, könnt ihr zuschauen, halt eure Statistik und was als nächstes freigeschaltet wird und so weiter. Ne, für den Späh-Hubschrauber, für Schnellboote, Schützenpanzer und so weiter und so weiter. Das gleiche haben wir auch bei den Klassen, wenn sie ihre Gadgets freischalten, die haben wir jetzt getrennt von den Waffen, was meiner Meinung nach der Übersicht auf jeden Fall dienlich ist und hilfreich. Und wir werden hier auch ganz klar sehen, C4 Sprengstoff, für alle die, die schon Angst um den Supporter hatten, wird es auch für den Versorger geben. Ganz, ganz wichtig. Das ist damit hier offiziell definitiv bestätigt, es ist auf Battlelog auf jeden Fall auch im Versorger mit drin und auch der Aufklärer hat C4. Ja. Hat er nicht. Interessant, nicht wahr? Stattdessen hat er die M18 Claymore. Mysteriös, aber okay. Werden wir sehen, ob es davon noch irgendwie eine Stellungnahme gibt. Hier kommen wir dann zu den Erkennungsmarken. Wie immer könnt ihr hier begutachten, welche Erkennungsmarken ihr bereits freigeschaltet habt, beziehungsweise auch könnt ihr eure Erkennungsmarken auch personalisieren. Hier sind wir bei den Ausrüstungen. Hier könnt ihr wie immer auch eure Ausrüstung einstellen, auf das, wie ihr halt mit euren Klasse halt ausrüsten wollt, nicht wahr? Hier haben wir die Aufträge. Die sind mittlerweile unterteilt in Bronze, Silber und Gold. Und hier haben wir auch Einzelspieler. Belohnungen. Das heißt, wie ihr seht, macht es definitiv Sinn, die Einzelspieler-Modus zu spielen. Denn über den Einzelspieler könnt ihr tatsächlich auch Waffen freischalten. Interessant, nicht wahr? Gut. Kommen wir nun zu den Auszeichnungen. Da sind viele Ribbons weggefallen, wie zum Beispiel das Combat Efficiency Ribbon ist nirgendwo aufgetaucht bisher, wo ich durchgeguckt habe. Das bedeutet, das ist eines meiner Lieblingsauszeichnungen gewesen, die ich sehr gerne bekommen habe, wie wahrscheinlich jeder von uns. Doch da das jetzt fehlt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, denn ich denke, das wird dem Teamplay zugutekommen, wenn nicht jeder auf die nächste Kill-Serie aus ist. Also von daher denke ich nicht, dass das besonders schlimm ist. Aber irgendwo fände ich das doch schön, wenn eine Kill-Serie irgendwie wenigstens belohnt wird. Wenigstens mit ein paar Punkten. Ob das der Fall sein wird, werden wir noch sehen. Und hier als letzten Reiter haben wir dann die Battle Packs. Hier haben wir bereits 4 Battle Packs bekommen, 3 durch die Digital Deluxe Edition, die ich erstanden habe, und 1 als Veteranen Battle Pack. Was da jetzt nun dran sein wird und was das ist, werde ich jetzt noch nicht auspacken und nicht nachschauen, denn erstens bin ich nicht so ein Freund von diesem Battle Pack System und zweitens versuche ich erstmal so weit wie möglich alles freizuspielen, was ich so halt freispielen kann, ohne irgendwelche Battle Packs auszuprobieren, zu benutzen. Das Einzige, worauf ich auf der Jagd sein werde, ist für die M16A4 das Coyote-Visier. Der Multiplayer-Reiter ist jetzt nicht viel anders als der alte. Wie ihr seht, haben wir hier wieder Serverbrowser, Favoriten und Verlauf. Wenn ich aber hier mal auf Multiplayer klicke, finden wir auch tatsächlich keinen Server im Augenblick. Also deswegen ist es sehr witzlos, hier überhaupt mal zu schauen. Hier haben wir dann die Kampagne. Interessant wird sein, ob man die Kampagne bereits spielen kann. Ich werde es definitiv mal ausprobieren. Nachher, sobald Battlefield 4 installiert ist, wird auf jeden Fall interessant zu sehen, ob es funktioniert. Und wenn ja, gibt es dafür natürlich auch ein Video von mir als kleines Let's Play mit Live-Commentary, was wahrscheinlich sehr lustig sein wird. Hier haben wir Mission. Was genau hier Mission bedeutet, weiß ich noch nicht. Wir werden es wahrscheinlich noch herausfinden.
Wenn ich das so rausgefunden habe, wird es dazu natürlich ebenfalls ein, beziehungsweise, oh, ein Button. Erstelle eine 48-Stunden-Mission und lade bis zu 4 Freunde ein. Interessant. Tatsächlich kann man hier verschiedene Missionen einstellen. Wie das jetzt genau funktioniert, dazu gibt es von mir dann auch ein Tutorial, denn ich weiß jetzt selber gerade nicht ganz genau, was man hier so machen kann. Scheint auf jeden Fall sehr interessant zu sein, denn man kann hier Freunde dazu einladen. Das wird bestimmt sehr lustig werden, wie es aussieht. Interessante Sache. Kommen wir nun zu der besten Liste, aber ich werde nicht draufklicken, denn die letzten 3 Versuche, die ich hatte, um da drauf zu klicken, sind allesamt damit geendet, dass der Browser komplett abgeschmiert ist. Deswegen lasse ich das erstmal sein und hoffe, dass das noch upgedatet wird zum Release, denn was sich dahinter verbirgt, wer Beta gespielt hat, weiß, dass es da eine kleine Karte gibt, wo man halt schauen kann, was denn da, wo denn meine Freunde so abhängen oder beziehungsweise wo sie denn halt wohnen und stationiert sind, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall eine schöne Art und Weise, die Bestenliste zu machen. Ich fand sie persönlich allerdings etwas unübersichtlich und fand dann doch die alte von Battlefield 3 etwas besser. Vielleicht sind sie da gerade dran am Arbeiten und kann man vielleicht deswegen nicht wirklich draufklicken. Aber gut, so viel zu dem Thema. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bedanken, und zwar bei Pumaflosse von KDV eSports. Wir hatten vor kurzem eine kleine Runde gehabt. Er E-Sportler, ich YouTuber, ich habe sie ordentlich auf den Sack gekriegt. Ja, war nicht sehr erfreulich, aber ich habe doch meiner Meinung nach einiges lernen können. Ich hatte nachher auch einen sehr interessanten Chat mit Pumafloss, er war sehr, sehr hilfsbereit. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich halt so abgeschmiert bin. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich sehr ehrgeizig bin und dass ich mich von sowas nicht runterkriegen lasse und dass ich halt spiele bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende. Das habe ich getan. Das ist halt die Art und Weise, wie ich mir meinen Respekt hole, wenn ich schon verliere. Er hat mir dann doch tatsächlich einen oder anderen Tipp gegeben, der mir jetzt schon tatsächlich geholfen hat. Also dafür danke ich nochmal. Jungs von KDV eSports, ihr seid klasse. Aber wie gesagt, schaut euch Battlelog mal selber an. Ich bin erstmal raus. Mein Name ist BCTV Flagter, aka Frankie von BCTV Flagter Gaming. Ciao, ciao.